Zahlen und Fakten vertraut mache, die uns helfen, im alltäglichen Jammertal, zu dem man gelegentlich neigt in unserem Bundesland, ein paar Fakten entgegenzusetzen. Es ist schwierig, ich weiß, wenn man in einer so ausgeprägten Ja-Aber-Kultur lebt wie wir, gelegentlich den Blick dafür freizumachen, dass Dinge funktionieren. Und ich sage das ganz bewusst und vielleicht auch gerade heute mit Blick auf unsere Landesregierung, der anzugehören ich die Ehre habe und die ja mitunter nach außen den Eindruck erwecken könnte oder über sie erweckt wird, dass nicht alles reibungslos bei uns funktioniert. Nein, das stimmt, es ist nicht alles reibungslos, aber es klappt auch vieles. Wir werden uns also heute Abend zum einen mit dem richtigen Zeitpunkt für Entscheidungen und zum anderen mit Vergleichen beschäftigen. Der richtige Zeitpunkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist nicht immer leicht zu finden. Auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist ebenfalls nicht immer leicht. Vergleiche wiederum sind in der Rhetorik eine gern benutzte Wortfigur, die durch Annäherung oder Gegenüberstellung zweier Bilder erzeugt wird, um die Wirksamkeit eines Gedankens zu überhöhen. Und so steht es in der Wikipedia nämlich drin, die der Brockhaus ja quasi des Heute ist. Friedrich Brockhaus wiederum, der gefühlte Wikipedius der Antike, lebte lange in Amsterdam, das ja bekanntlich als das Venedig des Nordens gilt. Später zog er nach Leipzig, dass man das Paris des Ostens nennt. Aber das könnte man weiterführen, ich lasse das jetzt. Zunächst, meine sehr verehrten Damen und Herren, noch einmal möchte ich Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem Neujahrsempfang hier in unserem wunderschönen Rathaus. Ich freue mich, dass Sie wirklich so zahlreich erschienen sind, hier in Wernigerode im Westen des Ostens. Musik.